Gut statt weniger schlecht, wie Cradle to Cradle ermöglicht, Gebäude ganzheitlich zu planen. Und das mit Kreisläufen zum positiven Fußabdruck. Mein Name ist Peter Friemert und wir wollen heute darüber sprechen, dass Nachhaltigkeit nicht nur Einsparung und Verzicht bedeuten muss. Und schön, dass Sie heute alle mit dabei sind. Ich grüße die Nordlichter in Kiel, in Eckernförde, in Witzhafen, in Hamburg. Ich grüße den Süden in Frankfurt, Stuttgart, Würzburg, Leonberg und auch ein herzliches Hallo nach Oranienburg-Wörlitz und in den Ruhrpott. Meine Damen und Herren, es könnte auch so gesehen werden, nicht die per se negativen Umweltauswirkungen des Menschen als Maßstab zu nehmen, sondern das Potenzial als positiven Beitrag zu leisten. Wir wollen das Thema heute mal Nachhaltigkeit ein bisschen anders aufziehen und uns mit Cradle to Cradle auseinandersetzen. So entwickelten ja Michael Braumgart und William McDonough ihr Designprinzip mit dem Ziel, von sich aus gewinnbringende Systeme zu erstellen für Gesellschaft, für die Umwelt und die Wirtschaft. Wie der Name Wiege to Wiege, also Cradle to Cradle nahelegt, wird dies über eine konsequente Ausrichtung auf Kreisläufe und Regenerationsfähigkeit erreicht. Aufbauend auf diesen Grundlagen und der Ausgestaltung von Cradle to Cradle geht es in diesem Online-Seminar heute um die Frage der Integration dieses C2C, wie man das auch kurz beschreibt, Designprinzips im Bauwesen. Und das sind unsere Experten heute. Ich begrüße in Hamburg ganz herzlich Frau Dr. Tanja Scheelhase von der IPEA GmbH Dries und Sommer. Hallo, Frau Dr. Scheelhase, können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören. Guten Morgen, Herr Friemert. Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Wir werden, glaube ich, nachher über konkrete Projekte sprechen, wie Cradle to Cradle anwendbar ist. Ein Bürogebäude aus Holz, Moringa, ist ein zweites Projekt. Also das erste ist das Bürogebäude aus Holz, The Cradle, und Moringa ist das zweite Projekt, ja. Ja, wunderbar. Wir freuen uns darauf, nachher spannende und sehr konkrete Beispiele zu sehen, wie Cradle to Cradle funktioniert. Und das Ganze einführend stellt uns nun da Julius Oldehaver, den ich ganz herzlich in der CeBau begrüße. Guten Morgen, Julius. Moin, Peter. Schön, dass ich dabei sein kann. Ja, und du wirst uns jetzt einführen, so ein bisschen in dieses Thema Cradle to Cradle. Sag mal, das ist ja etwas, was, glaube ich, in letzter Zeit erst so richtig in die Diskussion gekommen ist, seit wir uns mehr mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Ja, also das könnte man denken, es eigentlich ist schon länger ein Thema, das auch diskutiert wird, aber wahrscheinlich hast du recht, eher in Fachkreisen beziehungsweise in den Kreisen, wo die Menschen sowieso schon besonders sensibilisiert für diese Themen sind. Und jetzt, wo Nachhaltigkeit auch durch Fridays for Future und die ganzen politischen Bewegungen immer wichtiger wird, da wird natürlich auch nach holistischen Themen gesucht und nach Lösungen. Und da ist Cradle to Cradle auf jeden Fall besonders in den Vordergrund geraten. Ja, dann freuen wir uns jetzt gleich und währenddessen du Luft holst, würde ich noch gerne allen Gästen unseres Online-Seminars noch die organisatorischen Punkte nennen. Sie können uns natürlich auch wieder in Ihrer Chat-Funktion Fragen stellen. Wir sammeln die wieder und werden die im Anschluss daran den beiden Referenten dann stellen. Insofern geht da uns nichts verloren und ansonsten freuen wir uns jetzt auf Ihre Diskussion und Mitwirkung im Netz und ich gebe das Wort rüber und du hast jetzt das Wort. Bitte schön, Julius. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Ich gebe mal meinen Bildschirm frei. Ich leide leider noch ein bisschen unter den Spätfolgen einer Bronchitis. Ich hoffe, Sie verzeihen es mir, wenn ich gelegentlich eine Trinkpause einlege. Und jo, damit kann es auch losgehen. Das Thema, Peter Friemert hat es schon vorgestellt. Julius, dein Bildschirm ist leider noch nicht geteilt. Oh, Entschuldigung. Das. Jetzt mein Bildschirm geteilt. So. Funktioniert's? Jo. Perfekt. Wunderbar. Peter Friemert hat es schon gesagt, das Thema heute ist Cradle to Cradle. Und ich möchte erstmal mit einer einleitenden Frage beginnen.
Und zwar, was bedeutet Nachhaltigkeit für Sie? Wir haben zwar keine Möglichkeit, jetzt im Detail darüber zu diskutieren, was ein Frontalvortrag ist, aber vielleicht ist es eine Möglichkeit, das eigene Nachhaltigkeitsverständnis im Laufe des Vortrages nochmal ja, differenzierter zu betrachten und dann eben auch Maßnahmen, die bisher implementiert wurden, ja, vielleicht zu reflektieren. Cradle to Cradle. Kein Abriss, dabei geht es eben darum, dass es ein holistisches Designprinzip ist, in dem ein ganzheitlicher Blick gewahrt werden soll. Es wurde 2002 von Michael Braungart und William McDonough begründet und deren Ziel war es ganz klar, gut statt weniger schlecht zu sein, der Weg dahin, eine ganzheitliche Denkweise und das Werkzeug Kreisläufe und Regenerationsfähigkeit. Bevor ich jetzt weiter im Detail auf Cradle to Cradle eingehe, möchte ich erstmal einen Einstieg auf einer etwas allgemeineren Ebene ja, mit Ihnen machen. Und zwar auch nicht direkt im Bauwesen, sondern einfach da, wo das Problem erkannt wurde, aus dem dann eben auch Cradle to Cradle entwickelt wurde. Warum das Bauwesen besonders relevant ist, das zeigt sich dann im weiteren Verlauf. Ein Problem, das uns allen in den Sinn kommt, wenn wir über ja, die Umwelt reden, ist eben ihre Verschmutzung. Die wurde ja schon vor langer Zeit erkannt, das im großen Maße wohl 1970 vom Club of Rome, der das Ganze als eine der Grenzen des Wachstums definiert hat, ein etwas gegensätzliches Weltverständnis im Vergleich zum Braungart und McDonough. Trotz dessen ist es allerdings ein sehr wichtiges Thema und eben auch ein Thema, an dem man die ganze Klimadebatte gut veranschaulichen kann. Wenn man da drüber nachdenkt, dann kommen einem häufig Bilder von Plastikmüll in den Weltmeeren in den Kopf und eben auch solche Bilder wie hier von in einer Greenpeace-Kampagne von Schildkröten mit Strohhalm. Da gibt es noch wesentlich schlimmere, aber ich habe jetzt mal das gewählt, weil es das Ganze schon ganz gut veranschaulicht. Tatsächlich sind aber sowas wie Strohhalme gar nicht das größte Problem, sondern The Ocean Cleanup hat festgestellt, dass im pazifischen Plastikteppich 46% des Mülls Geisternetze sind. Geisternetze sind also solche Fischernetze, die ja, verschütt gegangen sind und dann eben durch die Weltmeere treiben. Von 80.000 Tonnen insgesamt im pazifischen Plastikteppich sind das also knapp 40.000 Tonnen. Das ist eine ganze Menge und da fragt man sich ja auch, wie kommt so viel von diesen Netzen einfach ins, also wie kann das sein, dass die da alle rumtreiben? Und ja, da kommen wir dann auch gleich zu, dass das Problem bei Plastik allgemein ist natürlich, dass es degradiert wird zu Mikroplastik, aber diese Netze haben eben noch ein weiteres Problem. Und zwar, dass sie ja darauf ausgelegt sind, das Leben im Meer eben ja sehr stark verschönert gesagt zu beeinträchtigen. Sie sind also vergleichbar, als würde man im Wald zahllose Bärenfallen rumliegen haben. Jetzt nochmal zu der Frage von eben, wie kann das sein? Das liegt daran, also wie kann es sein, dass sie darum treiben? Das liegt daran, dass sie eben in ihrer Entwicklung wurde sich auf Kosteneffizienz und Funktionalität in der Nutzung fokussiert. In diesem Sinne wurden dann also Netze aus Plastik entwickelt. Vorher bestanden die aus Naturfasern und die sind natürlich nicht mehr biologisch abbaubar. Es wurde dann also nicht berücksichtigt, was mit den Netzen passiert, wenn sie verloren gehen und abreißen, was natürlich gerade bei Methoden ja, wie Schleppnetzfischerei und ähnlichem vorprogrammiert ist. Das Problem ist also ein Designproblem. Es wurde im Design nicht der gesamte Lebensweg berücksichtigt, sondern ausschließlich die Nutzungsphase. Ein weiteres Beispiel dafür, jetzt kommen wir auch zum Bauwesen, sind Wärmedämmverbundsysteme. Wenn wir heutige Neubauten betrachten, gerade kleine und mittlere Projekte, dann sind sie häufig von Putzfassaden geprägt. Dahinter versteckt sich dann, wie bereits gesagt, ein WDVS, ein Wärmedämmverbundsystem, das Mitte des letzten Jahrhunderts entwickelt wurde und durch die Wärmeschutzauflagen eben noch einen ordentlichen Boom erfahren hat. Das Ziel ist ganz klar die Effizienz.
also den Energieverbrauch zu minimieren. Dabei ist der Aufbau folgendermaßen: Man hat eine Außenwand, die ganz normal, ja, zum Beispiel aus Kalksandstein hergestellt werden kann, dann den Unterputz, eine Dämmstoffplatte und ein Oberputz, in den ein Armierungsgewebe eingelassen ist. Da sieht man schon, das Ganze besteht aus unterschiedlichen Stoffklassen, die dann auch tatsächlich vollflächig, also in der Regel vollflächig, miteinander verklebt werden. Es gibt auch andere Konzepte, aber die gängigste Variante ist nach wie vor die vollflächige Verklebung. Da kommen wir dann zu dem Problem, und zwar, dass vollflächig verklebte unterschiedliche Stoffgruppen kaum voneinander getrennt werden können. Es ist zwar möglich, aber in der Regel sehr teuer und dadurch dann eben unwirtschaftlich. Das führt dazu, dass auch das Recycling in der Praxis nicht umgesetzt wird, weil eben einfach die Primärrohstoffe sehr viel günstiger sind, als die rückgebauten Rohstoffe aufzubereiten. Da haben wir also wieder ein Designproblem. Es wurde etwas gebaut, um das Energieproblem zu lösen und nicht darüber nachgedacht, jedenfalls nicht im Detail, wie das Ganze dann nach der Nutzung aussieht. Wenn wir Wärmedämmverbundsysteme betrachten, kommen wir dann auch noch zu einem anderen Problem, und zwar die Dämmstoffplatte, die Sie sehen, hier auf den Bildern und in der Grafik. Das ist in der häufigsten Form Polystyrol, also ja, vereinfacht gesagt, aufgeschäumtes Erdöl. Dass es da zu einem Brandschutzproblem kommt bei einem Material, Erdöl, das wir für seinen hohen Brennwert zu schätzen wissen, das kann man sich vorstellen, und das kann dann eben auch so aussehen. Um das Ganze zu lösen, kam dann HBCD ins Spiel. HBCD ist Hexabrom Cyclododekan, ein bromiertes Brandschutzmittel, das den Polystyroldämmstoffen beigesetzt wurde, um deren Brennbarkeit zu verringern. Genau. HBCD hat aber ein eigenes Problem, und zwar, dass es gesundheitsschädlich ist. Das Ganze wird ganz gut im Bericht des Umweltbundesamtes zusammengefasst. Darin steht das nochmal geschrieben, dass schon 2003, nachdem HBCD schon länger in der Nutzung war, Gesundheitsrisiken erkannt wurden, aber erst 2013 eine internationale Klassifizierung als schwer abbaubarer organischer Schadstoff erfolgt ist. Es hat dann nochmal 5 Jahre gedauert, bis 2018, bevor es zu einem konsequenten Verbot kam. Bis dahin wurden allerdings jedes Jahr 12.000 Tonnen von diesem Stoff verbraucht, der giftig ist, persistent, bioakkumulierend, ein hohes Ferntransportpotenzial hat. Das bedeutet, er wird jetzt schon in Arktisvögeln nachgewiesen, und eben auch, dass die embryonale und Säuglingsentwicklung stören kann, weil er auch in Muttermilch nachgewiesen wird. Das sind alles eben Themen, die ja durchaus besorgniserregend sind. Deswegen wurde der Stoff jetzt ja auch glücklicherweise verboten. Was da aber wieder auffällt, ist, dass eben ein Stoff quasi ins Spiel gebracht wurde, über den noch ein relativ geringes Verständnis bestand, um ein Problem zu lösen, ohne dann wieder auf das gesamte System zu gucken, was dieser Stoff sonst im System auslösen könnte. Also auch hier ein Designproblem. So. Bisher haben wir gelernt, Designprobleme treten immer dann auf, wenn ein singulärer Entwicklungsfokus vorliegt, also ausschließlich Funktion, Form, Wirtschaftlichkeit oder auch Energieeffizienz berücksichtigt werden. Hier will ich auch nochmal sagen, Energieeffizienz ist natürlich sehr wichtig, und es ist auch sehr gut, dass wir da einen sehr großen Fokus drauf legen, aber man sollte sich eben fragen, dient der Zweck immer den rechtfertigt der Zweck immer die Mittel. Dadurch, dass dieser einseitige Blick dann eben entsteht, gerät das Material oft in den Hintergrund, und eine tiefgehende Auseinandersetzung bleibt aus. Solange also die Funktion erfüllt wird, ist es ausreichend. Die einzelnen Probleme werden also herausgegriffen und unabhängig vom Gesamtsystem gelöst. Die ganzheitliche Betrachtung von Maßnahmen und ihren Auswirkungen fehlt.
So, das Ganze, das spiegelt sich auch wieder am Effizienzpfad und ja, kann am Ihnen veranschaulicht werden. Immerhin reden wir jetzt schon seit 50 Jahren oder noch länger, wenn man so möchte, über Nachhaltigkeit. Und doch ist seitdem, seit der Ölkrise in Anfang der 70ern, eben hauptsächlich die Energie da reingeflossen, Dinge energieeffizienter zu machen. Das liegt daran, dass ja eben erkannt wurde, wir verbrauchen zu viel Energie, wie können wir das ändern? Wir verbrauchen weniger Energie, das ist relativ naheliegend. Und das sieht man an allem Möglichen, zum Beispiel dem Verbrennungsmotor, der Glühbirne oder eben auch Gebäuden, die alle darauf ausgelegt sind, ein Minimum zu verbrauchen. Das Ziel war also, weniger schlecht zu sein. Die negative Auswirkung eines hohen Energieverbrauchs und damit eines hohen CO2-Ausstoßes, wie dann auch später immer wichtiger wurde, zu reduzieren. Die einleitenden Beispiele zeigen dabei, welche Probleme sich aus einem singulären Fokus ergeben können. Und das Ganze ist ein bisschen vergleichbar mit einem Blick durchs Schlüsselloch, bei dem eben nur ein Ausschnitt des Ganzen betrachtet wird, aber nicht das Ganze. Jetzt kommen wir auch endlich zu tiefer zu Cradle to Cradle und Michael Braungart und William McDonough. Die beiden haben sich nämlich gedacht, dass dieses Problem des Blicks durch das Schlüsselloch gelöst werden sollte oder abgeschafft werden sollte, indem man die ganze Tür öffnet und man sich eben das gesamte Bild anguckt und nicht nur einen Ausschnitt. Das Ganze ist dann vergleichbar auch mit einer Ökobilanz, Schrägstrich, Lebenszyklusanalyse, bei der eben alle Schritte des Lebenszyklus vor, während und nach der Nutzung berücksichtigt werden und in die Entwicklung mit einbezogen. Die Lösung, die Braungart und McDonough sich dabei überlegt haben, heißt Ökoeffektivität. Also nicht Effizienz, sondern wie können wir so effektiv wie möglich sein. Die revolutionäre Idee dahinter ist tatsächlich der Glaube an das Gute. Und der Ansatz ist eben, wie Peter Friemert auch schon dargestellt hat, den Menschen nicht als Schädling für die Umwelt zu sehen, sondern dessen Auswirkungen minimiert werden müssen, sondern als Nützling, dessen Auswirkungen es sich zu maximieren lohnt. Das heißt also, die positiven Auswirkungen zu finden, die wir haben können, und diese dann zu fördern. Die Inspiration dafür stammt natürlich aus der Natur, wie man auch von den Begriffen schon ableiten kann. Schädling und Nützling, das kennt man eventuell aus dem Garten. Und insbesondere stammt die Inspiration vom Kirschbaum und seinem gewinnbringenden Überfluss, wie Michael Braungart das ganz gerne formuliert. Genau, und dessen Funktionsweise auf das menschliche Handeln zu übertragen. Wenn man sich nämlich einen Kirschbaum anguckt, dann ist es so, also erstmal vorweg, die sind das Ergebnis von ungefähr 350 Millionen Jahren Evolution. Da kann man also davon ausgehen, dass das ein relativ intelligentes System ist und da ist keinerlei Effizienz auf der Makroebene zu sehen. Was ich damit sagen will, ist nicht, dass natürliche Prinzipien nicht effizient ablaufen, aber auf der Makroebene geht es eben eher darum, einen Überfluss zu produzieren. Die Blüten, die ein Kirschbaum produziert, da die sind zahllos, fallen zu Boden. Und bringen dann, und aus den Blüten wachsen dann eben auch zahllose Kirschen, von denen der allergrößte Teil niemals zu einem Kirschbaum werden wird. Wenn der Kirschbaum also auf Effizienz geprägt wäre, dann wäre ja viel eher das Ziel, vielleicht 10 Kirschen, 20 Kirschen zu produzieren, in den Gedanken, daraus entstehen 10 bis 20 Kirschbäume. Stattdessen hängen tausende Kirschen am Baum, aus dem vielleicht ein oder zwei neue Bäume werden. Genau. Und gleichzeitig ergeben sich dann auch noch zahllose Vorteile, die einfach ganz nebenbei entstehen. So zum Beispiel Kreislauffähigkeit, dass alle Nährstoffe von den herabfallenden Blütenblättern, aber eben auch von den Kirschen wiederverwendet werden können und in Kreisläufen zirkulieren. Und genau, Nahrung für alle möglichen Lebewesen spenden. Dementsprechend also auch existiert das Konzept von Müll gar nicht. Weiterhin reinigt ein Kirschbaum die Luft,
produziert Sauerstoff, er kühlt seine umliegende Umgebung und gleicht somit extreme Effekte im Wetter auch aus. Er wächst aus Sonnenenergie, es verbraucht also keine fossilen Brennstoffe und reinigt das Wasser um sich herum und ist dabei anpassungsfähig und spendet eben auch Lebensräume für diverse Tiere. So, wenn wir diese Prinzipien des Kirschbaums jetzt auf das menschliche Handeln übertragen, so wie es Braungart und McDonough getan haben, dann kommt man auf drei grundlegende Handlungsprinzipien. Die da wären: Nährstoff bleibt Nährstoff, die Nutzung erneuerbarer Energien und Vielfalt feiern und fördern. Alle drei lassen sich vom Kirschbaum bzw. der Natur ableiten. Und was im Detail dahinter steckt, das werde ich jetzt erklären. Und zwar, bei Nährstoff bleibt Nährstoff, da ist eben der Gedanke, dass Materie der begrenzende Faktor ist. Nicht Energie, davon haben wir nach Braungart und McDonough genug Erneuerbare zur Verfügung, wenn man an all die möglichen Quellen denkt, Sonne, Geothermie, Windenergie, Wasserenergie, Biogas und so weiter. Und das einzige Problem, was wir da haben, ist, dass wir sie noch nicht konsequent genug nutzen. Sondern stattdessen ist Materie der begrenzende Faktor, da Nährstoffe nicht erneuerbar sind. Wenn sie einmal auf einem gewissen Level, gerade im chemischen Bereich, verschmutzt sind, dann war es das, gelinde gesagt. Dann ist es sehr schwierig, die noch zurückzugewinnen. Dementsprechend geht es also darum, konsequente Stoffkreisläufe zu fördern. Und dafür wurden die Materialien dann in zwei Gruppen untergliedert. Einmal in die Biosphäre und einmal die Technosphäre. Das sehen Sie hier auf dieser Grafik auf der rechten Seite. Die wurde mir freundlicherweise von der IPA zur Verfügung gestellt. Hier kann man einmal sehen, das Material fließt, der erste Schritt quasi in der Wertschöpfungskette ist, dass das Material in den Prozess hineinkommt, dann die einzelnen Komponenten für ein Produkt produziert werden, das Produkt zusammengesetzt wird, die dann verkauft wird und dann eben in die Nutzung kommt. Dabei ist dann eben zu betrachten, dass alle Produkte in diese zwei Felder unterteilt werden sollten, in die Biosphäre und die Technosphäre. Die Biosphäre ist für all jene Materialien, die eben ökologisch abbaubar sind, also vereinfacht gesagt kompostierbar, und eignet sich besonders für Produkte, die verbraucht werden. Also Produkte wie Autoreifen, Schuhsohlen, Verpackungsmaterial, da man da zum Beispiel auch nicht gewährleisten kann, dass es korrekt entsorgt wird, oder eben auch Fischernetze, da ja aufgrund der Probleme, die ich schon erläutert habe. Auf der anderen Seite dann der technologische Kreislauf, in dem eben eigentlich alle anderen Materialien, die nicht kompostierbar sind, verwendet werden können und die sich dann eben besonders für solche Produkte eignen, wo man garantieren kann, dass sie wieder in den Zyklus zurückgeführt werden können auf technischer Ebene. Also zum Beispiel Fernseher, Waschmaschinen, alles am Auto außer des Reifens, Möbel und so weiter, all diese Dinge, wo man sich sicher sein kann, okay, das wird jetzt nicht stark abgenutzt, sondern das kann am Ende im Wesentlichen eins zu eins zurückgeführt werden. Der Gedanke ist dann eben auch, eine gewisse Hierarchie aufrechtzuerhalten. Das sieht man hier gerade im technologischen Kreislauf wichtig, also dass die Produkte auch geteilt und gewartet werden, dass also nicht bedachtlos weggeworfen wird, dass sie repariert und wiederverwendet werden, dass sie dann, wenn das nicht mehr möglich ist, auseinandergebaut werden können, also die einzelnen Komponenten auch trennbar sind und die Komponenten dann wiederverwendet werden oder aufbereitet werden können. Und zu guter Letzt, wenn das alles nicht mehr geht, weil die einfach ja so abgenutzt sind oder weil man sie einfach nicht mehr braucht, das kann ja auch durchaus passieren. Dann, dass die Komponenten eben einstofflich sind
und auf der Stoffebene recycelt werden kann. Also dass sie jetzt zum Beispiel, dass ein Thermoplast in reiner Form vorliegt und dann eingeschmolzen wird und wieder als Thermoplast ein neues Produkt produzieren kann. Genau. Das ist also der, das so das, ein, das Rückgrat von Cradle to Cradle, kann man sagen. Und damit kommt man dann auch direkt weiter zu einem anderen Punkt, und zwar auch der Schadstofffreiheit. Denn wenn man darüber nachdenkt, dass jedes Material immer wieder in Kreisläufen geführt werden soll, dann ist es naheliegend, dass es eben auch schadstofffrei sein muss, damit man eben gewährleisten kann, dass es am Ende der Nutzung, wenn es denn zum Beispiel als Kinderspielzeug wiederverwendet wird, nicht auf einmal Schadstoffe darin sind, die dann und den Kindern schaden. Oder wenn man es, wenn man aus Plastikflaschen Klamotten herstellt, dass eben keine Schadstoffe aus der Plastikflasche über die Haut aufgenommen werden, was ja in der erstmaligen Nutzung gar nicht berücksichtigt wurde. So, damit kommen wir dann zu erneuerbaren Energien. Erneuerbare Energien, das ist eben auch ein Knackpunkt. Da das ist im Endeffekt nur eine konsequente Fortsetzung des Kreislaufgedankens, da Kreisläufe eine Verbrennung ausschließen. Sie bedeuten im Endeffekt Regenerationsfähigkeit, und alles, was verbrannt wird, kann einfach nicht mehr auf materieller Ebene weiterverwendet werden. Und deswegen wird es doch ausgeschlossen. Dementsprechend ist bei Cradle to Cradle Klimaschutz von Natur aus inbegriffen, ohne dass explizit von einer, ja, Reduzierung geredet werden muss. Das ist ein ganz galanter Weg, den Braungart und McDonald da gewählt haben. Und statt sich eben auf zukünftige Entwicklung zu verlassen, geht es eben auch darum, das zu nutzen, was wir schon haben. Also wie ich schon angedeutet habe, eben die erneuerbaren Quellen, die uns zur Verfügung stehen, konsequent auszunutzen. So, nach den beiden Punkten kommen wir jetzt zum dritten, und zwar Vielfalt feiern und fördern. Der klingt erstmal ein bisschen, als würde er aus der Reihe fallen, aber ist eben auch in der Natur begründet. Und zwar eben, dass ökologischer Reichtum in der Vielfalt liegt. Und dass eben Biodiversität einfach wichtig ist, um ein gesundes Ökosystem aufrechtzuerhalten. Während Monokulturen wesentlich anfälliger für äußere Probleme sind. Wenn man das Ganze dann überträgt aufs menschliche Handeln, geht es eben darum, Systeme an ihre Rahmenbedingungen anzupassen und nicht eine universelle Lösung für jeden Ort und jede Zeit zu schaffen, sondern eben sich anzugucken, was liegt vor und wie können wir ein bestmögliches System entwickeln, das genau in diese Rahmenbedingungen hineinpasst. Dabei kann man sich dann berufen auf Themen wie Lokalität oder eben auch Tradition, da als Beispiel, was beides verbindet. In Süddeutschland war es lange üblich, Blockhäuser zu bauen, also Häuser aus, ja, aufeinander geschichteten Tannenstämmen oder Nadelholzstämmen, während in Norddeutschland zu ähnlicher Zeit der Fachwerkbau ja, wesentlich mehr Anwendung fand. Das liegt ganz einfach darin begründet, dass eben auf die Ressourcenverfügbarkeit in der Region geachtet wurde, gezwungenermaßen. In Süddeutschland oder zum Beispiel auch in Skandinavien gibt es riesige Nadelholzwälder, während die in Norddeutschland doch eher knapp waren und man das Holz, das lange gerade Holz, dann wesentlich ja, sparsamer einsetzen musste und dann auch eben im Fachwerk Laubhölzer verwenden konnte. Genau. Was sonst noch dazu zu sagen ist eben, dass es auch anpassungsfähiger ist. Wenn man diverse Systeme entwickelt und nicht nur eins hat, dann kann man auf Probleme, die sich verändern, eben auch viel besser reagieren, indem man sich aus irgendeinem der ganzen Systeme bedient, statt eben auf einzelne zurückgreifen zu können. Ökoeffektivität in der Praxis sieht dann eben so aus, dass alle Auswirkungen bedacht werden vor, während und nach der Nutzung. Also Gesundheitsauswirkungen. Da müssen die Produkte in allen Lebensphasen mindestens neutral sein, am besten förderlich. Materialströme, Kreisläufe verringern eben den Raubbau und Abfallberge auf der anderen Seite. Die Energie aus regenerativen Quellen, das Wasser wird in Kreisläufen geführt und aufbereitet
und eben auch die Menschen, also dass dieser Aspekt auch nicht verloren geht, dass eben nicht nur Nutzerinnen, sondern auch Produzenten von dem Produkt profitieren. Es geht also darum, einen positiven Fußabdruck zu erreichen. Jetzt kommen wir endlich dazu, wieso Cradle-to-Cradle im Bauwesen besonders wichtig ist. Und zwar ist es seit den 80ern so, dass mit den Wärmeschutzverordnungen der klare Fokus auf dem Energieverbrauch liegt. Hier sieht man in der Grafik auch, dass das erfolgreich umgesetzt wurde, den Energieverbrauch von Neubauten stark zu senken. Das GEG spiegelt das jetzt auch nochmal wieder. Darin ist, ja, also das GEG bezieht sich ja praktisch ausschließlich auf Energiebelange. Und wie gesagt, es ist auch sehr wichtig, es ist allerdings bemerkenswert, dass das GEG eines der grundlegenden rechtlichen Mittel ist, das Bauwesen nachhaltiger zu gestalten und dass es sich eben nur auf diesen Aspekt bezieht. Dadurch finden dann eben andere Probleme kaum oder keine Berücksichtigung und der singuläre Fokus kann eben zum Beispiel wie beim WDVS andere Probleme auch noch verstärken. Was sind diese Probleme? Einmal der Materialbedarf. Laut dem Levels Report der EU wird im Bauwesen mindestens die Hälfte aller verwendeten Ressourcen verbraucht. Also von allem, was wir verbrauchen, ist die Hälfte findet im Bauwesen statt. Ein Beispiel ist der Sand. Nach der UNEP werden im Jahr 40 bis 50 Milliarden Tonnen Sand gefördert, 30 Milliarden davon werden für Beton genutzt. Damit ist Sand die drittmeist verbrauchte Ressource der Welt. Nur Luft und Wasser werden mehr verbraucht. Und das bei einer nicht regenerativen Ressource. Man kennt zwar Sprichwörter wie Sand am Meer oder ähnliches, aber er ist eben nicht endlos. Und das merkt man dann, wenn man ihn in diesen Mengen verbraucht. Und sieht es auch schon in der Praxis. Da kann jeder auch gerne noch mal eine eigene Recherche machen, aber in Indonesien gehen zum Beispiel Inseln unter, während Singapur immer weiter wächst. Genau, ein zweites Problem, Abfallaufkommen. In Deutschland 55% des produzierten Abfalls stammen aus dem Bauwesen, das sind 228 Millionen Tonnen. Dabei findet tatsächlich hauptsächlich ein Downcycling statt, auch wenn wir das Kreislaufwirtschaftsgesetz haben. Und von geschlossenen Stoffkreisläufen geredet wird, handelt es sich dabei in der Praxis um eine Abfallvermeidung. Es werden also Stoffe von einem hohen Werteniveau auf ein relativ niedriges Niveau gesenkt. Da ist das Beispiel der Gesteinskörnung besonders einprägsam. Sie stammt zu 75%, sie stammt eben aus dem Gebäuderückbau, also aus Wänden und Decken, die ja, das Wohnen ermöglicht haben und fließt dann zu 75% in den Straßen- und Erdbau. Dabei wird natürlich vermieden, dass Abfall produziert wird, also etwas, ein Material sozusagen, Abfall, das keinen Wert mehr hat, aber natürlich hat es nicht den gleichen Wert wie vorher. Dann das dritte Problem, der CO2-Ausstoß. Auch hier ist der Bausektor für 40% des ja, deutschen CO2-Ausstoßes verantwortlich. Da fließen jetzt natürlich auch die Energieverbräuche in der Nutzung mit hinein. Und darüber hinaus, oder deswegen ist es eben auch wichtig, Gebäude energetisch zu optimieren. Darüber hinaus eben aber auch aus der Produktion sogenannte graue Energie. Da ist das Beispiel von Zement ganz spannend. Die Produktion von Zement ist weltweit für 8% der Emissionen, der CO2-Emissionen verantwortlich, was eben auf hohe Brenntemperaturen zurückzuführen ist und andere. Und die chemisch gespeicherte CO2, das freigesetzt wird im Prozess. Zusammenfassend, 50% der Ressourcen fließen ins Bauwesen, 55% des Abfalls stammen aus dem Bauwesen, 40% des CO2 wird im Bausektor ausgestoßen. Und dann kommen noch weitere Probleme dazu, wie der Wasserverbrauch. Auch hier für die Betonproduktion jährlich werden weltweit wird ungefähr das tausendfache Volumen der Außenalster verbraucht. Themen wie Sick Building,
Also, dass unsere Innenräume uns gesundheitlich schaden, das hat man schon beim WDVS gesehen, aber kann man eben auch auf andere Bereiche übertragen. Soziale Ausbeutung von Wanderarbeitern, die unvorstellbarerweise in Deutschland teilweise nur 3 € die Stunde verdienen und Probleme auf der Makroebene wie Überhitzung der Städte. Der Lösungsansatz ist dann eine ganzheitliche Planung, in der es eben darum geht, diese ganzen Aspekte mit unter einen Hut zu kriegen. Hier habe ich die Cradle to Cradle quasi zusammengefasst auf der Ebene, auf der auch die Zertifizierung von Cradle to Cradle stattfindet. Man kann also Cradle to Cradle Produkte nach Cradle to Cradle zertifizieren lassen und dabei wird auf 5 Kriterien nach 5 Kriterien untergliedert. Der Materialgesundheit, hier jetzt Wohngesundheit in der ganzheitlichen Planung, Kreislauffähigkeit, erneuerbare Energien, verantwortungsvolle Wassernutzung und eben soziale Gerechtigkeit. Wie das Ganze sich denn ausgestaltet, damit komme ich jetzt auch zu meinen letzten Folien, ist einmal auf der Mikroebene. Die Mikroebene, damit meine ich hier die Materialebene. Da geht es also darum, über gesetzliche Anforderungen hinaus, das ist ganz wichtig, wie man auch beim WDVS gesehen hat, schadstofffreie Materialien zu verwenden und bekannt Negative auszuschließen. Bei den Kreisläufen geht es eben darum, demontagefähige Bauteile einzubauen, wo die Schichten trennbar sind und die einzelnen Stoffe recycelbar. Dafür, damit das dann eben auch am Ende umgesetzt werden kann, ist eine vollständige Dokumentation extrem wichtig und da sind dann eben auch Digitalisierungstools wie BIM extrem hilfreich, damit ja, eben geschlossene Kreisläufe gewährleistet werden können. Dann eben auch auf der Materialebene, dass der Herstellungsenergieaufwand minimiert wird, also Einsatz von erneuerbaren Energien in der Produktion oder von solchen Materialien, die wenig Energie verbrauchen. Dasselbe gilt für Wasser und die soziale Verantwortung in der Lieferkette, dass also eben mit den Produzenten auch gut umgegangen wird. Dann gibt es aber auch noch die Makroebene und da geht es also eben um die übergeordnete Gebäudeebene und darum, förderliche Elemente also genau, wieder in die 5 Kategorien unterteilt. Und dann geht es eben darum, auf dieser übergeordneten Ebene förderliche Elemente zu fördern, zum Beispiel Gebäudebegrünung innen und außen, die eben sowas wie Hitzeinseln in der Stadt reduzieren kann, Naturmaterialien, die das Stresslevel im Innenraum senken können, Licht- und Raumkonzepte, die eben auf den Nutzer ausgelegt sind und gewährleisten, dass es dem Mensch im Innern so gut wie möglich geht. Dann die anderen Themen, Kreisläufe, nicht nur auf der Materialebene denken, sondern auch auf der übergeordneten Gebäudeebene. Also beispielsweise während ein geschlossenes Tragwerk häufig, oder was heißt häufig, dazu verleiten kann, nur einmal genutzt zu werden, weil es eben sehr spezifisch ist, ermöglicht ein offenes Tragwerk eine flexible Nachnutzung und dadurch eben das Recycling des gesamten Gebäudes, also dass es in die zweite Nutzungsphase kommt, nur durch Anpassungen in die dritte, in die vierte Nutzungsphase. Und dann eben auch energetisch optimierte Gebäude, Gewinnung erneuerbarer Energien am Gebäude und auf dem Grundstück, beim Wasser, Regenwassernutzung und Wasserkreisläufe. Und dann der letzte Punkt, das Soziale, dass man eben auch die Gebäude mit Fokus auf den Menschen plant, Orte für Austausch und Erholung schafft, eine integrative Planung, die es ermöglicht, allen Menschen das Gebäude zu nutzen und eben kein exklusives Gebäude zu schaffen. Schlichtweg, es geht darum, ein Haus wie ein Baum zu schaffen und eine Stadt wie einen Wald zu planen. Und dazu kann, wie das Ganze denn in der Praxis aussieht, dazu kann Ihnen Frau Dr. Scheehase gleich auch noch wesentlich mehr erzählen. Genau, das war es dann von mir. Danke, dass Sie zugehört haben. Ja, vielen Dank, Julius. Das
Das war eine sehr schöne Einführung, glaube ich, die auch wunderbar gleich überleiten wird zu unserem zweiten Vortrag. Du hast damit auch ausgelöst, dass es im Netz auch mittlerweile schon eine gute Diskussion und Auseinandersetzung gibt, unter anderem mit der Frage, was mit den Netzen passiert, die im Meer verloren gehen. Eine Frage vielleicht, die an der Stelle aufgekommen ist, welche Ansätze gibt es beim C2C, gegebenenfalls im Speicher- und Batteriebereich bei Solar- und Windkraftanlagen, deren Ressourcenverbrauch einen limitierenden Faktor der erneuerbaren Energien darstellen? Hast du da eine Idee oder ist das vielleicht eine Frage, die wir auch mit der Kollegin gleich beantworten? Ja, die können wir bestimmt auch nochmal in der gemeinschaftlichen Diskussion besprechen, aber also grundsätzlich, bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe, um ehrlich zu sein, geht es da, ist bei Cradle to Cradle auch ein Gedanke, dass erneuerbare Energien quasi priorisiert werden. Sprich, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, die technologische Möglichkeit, Sonnenenergie zu gewinnen oder diese Energie zu speichern, dann ist das noch höher zu bewerten, als zu sagen, dass jede Komponente in der Batterie oder ähnlichem kreislauffähig sein muss. Also es ist schon ein sehr hoher Fokus darauf und es wird auch versucht, solche Produkte zu optimieren im Sinne der Kreislauffähigkeit, aber allgemein eben die einzusetzen und zu fördern, ist auf jeden Fall im Sinne von Cradle to Cradle. Du hast ja das Thema schon angesprochen, das GEG, das so die ersten Schritte in diese Richtung auch schon mit unterstützt. Vielleicht können wir dem noch gemeinsam noch ergänzend hinzufügen, dass die Novellierung des GEG, die ja vor 2 Jahren schon im Gespräch war, bereits ein Lebenszyklusbilanzierungsverfahren vorsieht, das das Bundeswirtschaftsministerium Ende 2022 auch dem Bundestag vorstellen soll. Wahrscheinlich wird das Ganze jetzt noch ein bisschen mehr Bewegung bekommen durch die sich anbahnende neue politische Richtung. Wir werden sehen, wie die Verwaltung dann damit auch umgehen kann, ob man sehr viel schneller handeln kann. Aber wahrscheinlich können wir wohl im kommenden Jahr erwarten, dass das Thema Lebenszyklusbilanzierung, Lebenszyklusbetrachtung dann wahrscheinlich auch Teil unseres Bauens und Denkens wird. Und ich glaube, was sehr schön auch herauskam, Julius, an der Stelle, das war, dass wir irgendwie ein neues Verständnis entwickeln für das Bauen und für Nachhaltigkeit. Ja, vielen Dank an der Stelle. Du hast es auch sehr schön angesprochen. Wir haben eine Referentin heute eingeladen. Ich freue mich an der Stelle nochmal in Hamburg bei EPEA GmbH, die ja zur Dres- und Sommergruppe gehört, in Hamburg herzlich begrüßen zu können, Dr. Tanja Schelhase. Herzlichen Dank. Also wie Sie hören, habe ich meine Bronchitis noch nicht ganz überwunden. Dementsprechend auch hier ein paar Gläser Wasser zwischendurch. Herzlichen Dank, Julius, erstmal für die Einführung. Dann kann ich ein paar Folien sozusagen schneller nochmal rübergehen, weil das Grundverständnis dann gelegt worden ist. Und die offenen Fragen können wir dann natürlich gerne später diskutieren. Ich gebe jetzt erstmal meinen Bildschirm frei. Und warte. Ja. Genau. Sie sehen es. Jetzt brauche ich ein kurzes Feedback. Ja, wir sehen. Wunderbar. Wunderbar, prima. Also, es geht tatsächlich um... Oh, da sehen Sie das, was nicht sein sollte. Okay. Also, es geht tatsächlich um weniger... Also, was ist denn Cradle to Cradle? Und wie gehe ich denn an eine ganzheitliche Planung heran? Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Bauingenieurin und habe in der Abfallwirtschaft promoviert. Und inzwischen arbeite ich seit 2007 für Professor Braungart. Bin auch an den Universitäten tätig, um das Cradle-to-Cradle-Konzept zu vermitteln. Und seitdem wir von Dres und Sommer übernommen worden sind, ist natürlich jetzt der Fokus Bau und Gebäude und Bauprodukte.
Dementsprechend haben wir hier auch ein Zentren oder Standorte über ganz Deutschland, aber auch Benelux geschaffen, sodass sie in jedem Bundesgebiet eigentlich ein Ansprechpartner für eine C2C-Planung oder ganzheitliche Planung finden. Nachhaltigkeit im internationalen Kontext, das haben Sie sicherlich auch schon gehört. Es ist einfach inzwischen der Zeitgeist und es hat auch die EU-Ebene erreicht mit den Nachhaltigkeitsanforderungen und der EU-Taxonomie, sodass wir 2050 nicht nur klimaneutral werden sollen, sondern komplett für die Circular Economy. Entschuldigung, das hat mich gestört. Das wollte ich jetzt auch nochmal für die Circular Economy. Dementsprechend hohe Herausforderungen, hohe Erwartungen, hohe Herausforderungen jetzt auch gerade an die neue Bundesregierung. Ganz kurz, Cradle to Cradle, das hatte mein Kollege ja schon gesagt, was ist das? Und das ist einfach eine einfache Lösung für große Probleme. Das ist Professor Braungart und den können Sie in ganz vielen Vorträgen auch hören. Und ich würde Ihnen empfehlen, ihn auch manchmal auf YouTube zu besuchen, weil die Vorträge wirklich Denkanstöße liefern. Es geht um Systems Thinking und Probleme als Aufforderung für Lösungen zu verstehen. Dementsprechend, C2C ist eine Denkschule, es ist ein Designkonzept, aber es ist auch ein Wirtschaftsprinzip, was wir in der Circular Economy wiederfinden. Und für den Bausektor heißt das tatsächlich Gebäude wie Bäume und Städte wie Wälder. Dahinter ist die Vision oder die Frage, wie wollen wir denn leben? Und in dem unteren Bereich sehen Sie natürlich jetzt hier die aktuellen Probleme, Luft, Wasser, Umwelt, Boden, aber auch soziale Faktoren. Diese Probleme wollen wir nicht lindern, sondern wir wollen Lösungen vorschlagen. Wie geht das denn? Wie wollen wir leben? Und das heißt nicht weniger schlecht, sprich oberhalb der grünen Linie. Dementsprechend haben wir eine holistische Haltung, ein Cradle-to-Cradle-Mindset. Wir achten auf Qualität, auf ganzheitliche Qualität. Ein Produkt, was im Downstream noch Schadstoff enthält und sozusagen durchs Recycling ubiquitär verteilt, hat für uns keine gute Qualität. Auch keine Tageszeitung, die wir lesen und dann direkt Schadstoffe zu uns abgibt. Dementsprechend ist der Qualitätsbegriff wesentlich weiter gefasst. Mehrwert im Gebäude müssten Mehrwerte erzeugen. Nicht nur, dass sie da stehen, sondern holistisch. Und auch der Schönheitsbegriff wird hier eingeführt. Und Innovationen sind fundamental wichtig, weil wir immer wieder neue Lösungen brauchen und Sachen neu denken. Das hatte der Herr Oberhof auch schon gezeigt, die kleinen roten Fußabdrücke. Die Effizienz kommt von dem linearen Denken, in dem wir uns gerade noch befinden. Und das sind Linderungsmaßnahmen. Wie vermeide ich denn die Plastikflut? Anstatt Lösungen zu kreieren, wie kann ich denn Materialien oder Plastik so herstellen, dass ich es kreislauffähig mache, gesund und einfach auch den positiven Nutzen habe von diesem großartigen Material. Und für die Gebäude, das hatten wir jetzt auch schon gesehen, das sind die Herausforderungen des Ressourcenverbrauchs,
der Schadstoffbelastung und vor allen Dingen auch der Flexibilität. Dementsprechend entstand der Slogan Gebäude wie Bäume, dass Gebäude auch als Rohstoffdepot fungieren, ein Upcycling als neues Gestaltungsqualität und Nachhaltigkeit als Innovationschance zu begreifen. Und weshalb ist die Analogie zu den Bäumen, das hatten wir eben schon gesagt, es sind Lebensräume, es ist das Arbeiten mit regenerativer Energie, die Betrachtung des wichtigen Lebensraumes Boden und Wasserkreislauf. Also insgesamt ein holistisches Bild, was wir auf Gebäude übertragen. Dementsprechend haben wir verschiedene Aspekte, die wir betrachten. Und da steht eindeutig der Mensch im Mittelpunkt. Und dann gruppieren wir die Materialien herum. Die Diversität. Diversität ist deswegen wichtig, weil sie uns Flexibilität und Widerstandsfähigkeit, also Resilienz, verschafft. Der Wasseraspekt betrachten wir, Energie als erneuerbare Energien, Luft, Innenraumluft, aber auch Klima und nicht zu vergessen, ohne das wird es nichts. Die Ökonomie, weil das ist der treibende Faktor. Wenn es nur Geld kostet, wie Nachhaltigkeit, wird es nicht bedient und hat es keine Überlebenschance. Was heißt das? Wir planen von Anfang an, direkt in der Phase 0, Gebäude, die eine Haltung ausdrücken, ein Design für positive Gebäude, die Mehrwerte bringen, also die eine Verbesserung der Wasserqualität haben, die eine Verbesserung der Luftqualität bewirken, die eine aktive Unterstützung von Biodiversität haben, aber auch integrierbare, erneuerbare Energiekonzepte, Unterstützung des Wohls des Nutzers, aber auch Material Passport für Gebäude als Rohstoffdepot und wo wir dann natürlich gucken, ob wir das in biologische und technische Metabolismen definieren können. Und so weiter. Da könnten wir vielfältige Felder noch einfügen. Wir bewegen uns auf drei Ebenen. Einmal ist der innere Fokus Mensch im Gebäude, der direkte Einfluss mit schadstoffarmem und gesunder Materialauswahl, aber auch Atmosphäre und auch wie integriere ich einfach die Gemeinschaft und ein soziales Konzept. Dann gibt es die zweite Ebene, das ist eher die Quartiersebene, der Stadtraum. Was habe ich denn da für ein Benefit? Was kann ich denn da leisten für das Mikroklima, aber auch für die Biodiversität, für die Identität im Stadtraum und zum Beispiel auch der lokale Wasserkreislauf? Das haben wir jetzt bei der Hochwasserkatastrophe gemerkt. Wie kann ich denn lokale Retentionsflächen schaffen? Auf der dritten Ebene zoomen wir heraus. Das ist der große Fokus. Was haben wir für Einfluss auf das globale Klima, auf den Ressourcenverbrauch, auf die CO2-Emissionen oder wie kreiere ich einen positiven CO2 Fußabdruck, wie kann ich CO2 speichern und wie kann ich denn sozusagen statt Umweltverschmutzung eine positive
Herangehensweise machen mit Material-Kreislaufführung. Und dementsprechend haben wir für Gebäude, jetzt muss ich einen Schluck trinken, Entschuldigung, verschiedene Themenfelder wie flexibler Innenraumgestaltung bei reversibler Fügungstechnik, Design für Demontage, immer im Kopf Gebäude als Rohstofflager. Wobei wir uns die Materialien dann angucken, die müssen recycelfähig sein, intrinsisch natürlich dann auch gesund. Wir haben Identitätspunkt von den Gebäuden, dementsprechend sind sie Alleinstellungsmerkmale und Storyteller. Wir integrieren ein Servicekonzept und achten natürlich beispielsweise auf Fassadenbegrünung. Gesunde Lebensräume für die Bewohner, das ist der erste Fokus. Wo achte ich darauf? Das ist natürlich Licht, Tageslichtführung, thermischer Komfort, Akustik, also auch die ganz klassische Betrachtungsweise. Dann die Innenraumluftqualität, das ist die Lüftungskomfort und Frischluft, aber auch welche Oberflächen benutze ich? Was haben die denn für Mehrwerte? Luftreinigende Oberflächen und Teppiche vielleicht, aber auch andere Baustoffe wie Lehmbauplatten und andere Stoffe, die einfach eine gewisse Feuchtigkeit abgeben. Und auf jeden Fall Schadstofffreiheit, weil sämtliche Schadstoffe, die wir in den Baustoffen, aber auch Möblierung haben, migrieren aus. Und da wir uns zu 90% in den geschlossenen Räumen aufhalten, atmen wir das natürlich auch ein. Sprich, was haben wir entwickelt? Wir haben dazu die Methode der Circular Engineering entwickelt, wo wir die ganzen Themen mit aufgreifen. Und das ist die Nachhaltigkeit neu gedacht, indem wir zum Beispiel die Führungstechniken neu denken und Sortenreinheit, Trennbarkeit und Rezyklierbarkeit direkt in der Designphase mit implementieren. Da denken wir schon direkt in der Phase 0 dran. Flexibilität und Demontierbarkeit, das macht Gebäude langlebig und wie gesagt zu Wertstoffdepots. So, dass wir gucken, welche Bauteile denn demontierbar sind, leicht demontierbar, wieder umnutzbar und die Räume flexibel gestalten können und natürlich sämtliche Materialkomponenten gesund und schadstofffrei konzipieren, dass sie auch auf die anderen beiden Faktoren einzahlen. Und wie geht das? Wo fangen wir an? Wir fangen in den Projekten immer mit dem richtigen Mindset an. Im gesamten Projektteam. Sprich, wir arbeiten iterativ, integral zusammen, sodass jedes Gewerk, jeder Fachplaner mitdenkt und auch Lösungen dafür entwickelt. Und wir als Team gemeinsam fungieren. Wir als IPA bringen natürlich eine hohe Materialkompetenz ins Planungsteam für dieses kreislauffähige Bauen und die Materialgesundheit. Materialien, die bei uns vorgeschlagen werden, überprüfen wir dann nochmal. Und dementsprechend wenden wir es in das C2C-Prinzip
an das Gebäude, es ist an das Gebäudedesign und die Produktbewertung an. Also wir gucken uns jedes Produkt an und dann im vierten Schritt haben wir den Prozess nochmal natürlich erweitert, sodass wir dann das auch abbilden können im Building Circularity Passport. Und das Ganze überprüfen wir mit dem neuen Tool des Building Materials Codes. Und die erforderlichen Kompetenzen sind hier vielfältig. Es ist auf der oberen Segment natürlich die Kompetenz, eine Planungs-, Bau- und Baukompetenz und aber auch der Finanzierungswissens, also Gebäude als mit Fügetechnik, wie erstelle ich überhaupt Gebäude, dementsprechend auch eine Produktkompetenz, Beispiel Dämmung, wie setze ich was ein? Und dann bringen wir auch noch die Produktkompetenz, wie sind denn die Vorprodukte? Wie sind denn die Produkte überhaupt aufgebaut? Sind die trennbar? Sind die demontierbar? Und wenn ich dann genau in die Produkte gehe, habe ich eine Stoffkompetenz, eine Materialkompetenz, wo ich dann reingehen kann, mit den Verbindungstechniken, aber auch in den chemischen Elementen. Das Ganze finden wir das Ganze erstreckt sich über die gesamte HOAI-Phase, vom Wettbewerb, vom Mindset, also wie konzipiere ich überhaupt ein Gebäude und wie konzipiere ich überhaupt ein Gebäude? Und dann gehe ich rüber in die HOAI-Phase 1 und 2, Systemkonzeption, Planungsleistung mit dem Circular Engineering, aber auch mit der Qualitätsüberprüfung. Da sind wir sehr, sehr strikt, die dann in LB 5 beginnt und sich über die LB 8 erstreckt und eine Dokumentation, Abschlussdokumentation, als Bild, wo wir das dann gesamt auch in dem Building Circularity Passport abbilden können und dokumentieren. So, jetzt muss ich da durch, genau. Gut. Wie geht das Schritt für Schritt? Also in der ersten Phase machen wir natürlich einen Workshop zum Leitbild, Leitbildintegration für alle Fachplaner, damit wir einfach auch eine Integration und ein gemeinsames Verständnis haben. Das setzen wir dann in ein Positionspapier unter, wo der Bauherr nochmal seine detaillierten Ansatz darstellt und Absichten und aus dem ganzen Strauß der Möglichkeiten auch auswählt, was ihm wichtig ist, was die Fokusthemen sind. Dann erstellen wir mit dem gesamten Team eine Maßnahmenmatrix. Also was können wir machen? Was zahlt sich positiv ein? Sprich, es sind nicht nur Materialien, die wir betrachten, sondern es sind die gesamten Maßnahmen, planerischen Maßnahmen, wie Tragwerk, aus welchem Material machen wir Tragwerk, wie flexibel sind die Räume dann ausgestattet, wie sieht das denn aus mit dem natürlichen Tageslicht und insgesamt des gesamten Gebäudeaufbaus und des Gebäudenutzens. Das Ganze übertragen wir dann in eine Matrix, wo wir nicht diese Maßnahmen
einkategorisieren in diese verschiedenen Aspekte, die wir schon genannt haben. Also Mensch, Umwelt, Wasser, aber auch Materialität, Materialkreisläufe, so dass wir wissen, wo wir was einzahlen. Und dann entwickeln wir einen Plan, C2C-Planerleitfaden, in dem wir ganz genau darstellen, mit der Systemkonzeption angefangen, wo, wann, was umgesetzt wird, was auch in den Leistungsverzeichnissen mit zwingend aufgenommen wird und dann in der Materialauswahl oder Produktauswahl und der Bauausführung mit aufgenommen wird und dann rübergeht zu den ausführenden Unternehmen. Unser Building Circularity Passport fängt direkt ab LP2 an, den wir da aufsetzen anhand auch des Bauteilkataloges. Die sind miteinander verknüpft und der gewährleistet uns eine vollständige Transparenz zu Materialwerten, Inhaltsstoffen, sprich Materialgesundheit, aber auch einen CO2-Fußabdruck. Wir machen da eine CO2-Bilanz und können auch darstellen, wo wir was besser machen können. Dann die Materialherkunft. Sind das recycelbare Stoffe? Sind das Materialien oder ist der Beton auch schon aus RC-Gestein oder Recycelfähigkeit? Dann gucken wir natürlich auf Trennbarkeit. Trennbarkeit ist deswegen so wichtig, weil wir die Materialien sonst nicht sortenrein bekommen und nicht wieder vernünftig in die Kreisläufe hochqualitativ führen können. Und natürlich ist da auch die Flexibilität mit aufgeführt. Des Weiteren könnten wir dann einen genauen Fokus haben zu Embodied Carbon, sprich eine CO2-Optimierung machen mit den ganzen Daten, weil wir nämlich wissen, wo am meisten CO2 verbraucht wird oder auch gelagert bei einer Holzkonstruktion. Dann gucken wir uns im Detail auch an, hier Außenwandfassade, wo die Materialien nachher hingehen, wie flexibel die Fassade ist und was nachher als nächster Schritt nach der Nutzung des Baus damit wieder passiert und wie wir das optimieren können. Die Anforderungen an die Materialien sind dann in den Leistungs- und Vorbemerkungen, Cradle-to-Cradle vermerkt, die dann in die Leistungsvorbemerkungen übernommen werden und dann in den Building Material Scout überprüft. Hier beispielsweise Dämmstoffe, Montageschäume, aber auch Zusatzstoffe für Beton oder Estrich, teilweise auch Holz und Holzwerkstoffe, dass wir da einen genauen Fokus drauf haben, was rein darf und was nicht rein darf, damit wir die Materialien auch kreislauffähig haben und das Gebäude vor allen Dingen für die Nutzer und Bewohner auch als gesunden Lebensraum konzipieren können. Sprich, auf drei Ebenen. Wir denken das Gebäude neu mit einer holistischen Haltung, sprich Mehrwert für Gebäude. Was kann das Gebäude noch tun, als nur Wohnraum oder Raum zu schaffen, sondern im gesamten Kontext Redesign, Gebäude als Materialbank planen und Repositioning, Materialdaten zu verwenden, die dann anzeigen, wie werthaltig mein Material ist, so dass ich das dann auch ganz anders abschreiben kann.
und dann einen hohen Restwert erhalte. Und so sieht das dann aus. Das ist Rohstoffdepot. Das ist eine Aktivierung der Werte im Betrieb schon. Wir haben in dem Building Circularity Passport alle nötigen Materialinformationen und übertragen das dann auf die globale Online-Plattform Madaster, wo dann die aktuellen Rohstoffwerte herausgerechnet werden können und dann wird es übertragen auf den wirtschaftlichen Nutzen und einer Buchwertermittlung in 5 Jahren oder 10 Jahren dargestellt. Wie sieht das aus? Im konventionellen Bau haben wir ein Gebäude, wo wir zu Anfang halt die Investkosten haben und das Grundstück kaufen müssen. Das Grundstück das bleibt immer erhalten, aber die Abschreibung für das Gebäude muss sich halt ab auf 33 Jahre beziehen. In der Cradle Circular Engineering und dem Bewertung mit dem C2C-Prinzip ist es so, dass wir ungefähr 20% an Rohstoffen, an Materialien haben, die wir über die 33 Jahre ganz anders abschreiben können und dementsprechend eine deutlich geringere Abschreibungsrate für die anderen 80%, die baulichen Anlagen von dem Gebäude haben. Und das Ganze, wie gesagt, passiert über den Building Circularity Passport und Madaster. Was machen wir dementsprechend insgesamt? Wir planen die Gebäude der nächsten Generation mit Mehrwert. Die Mehrwerte lauten Flexibilität und Wandelbarkeit. Also wie demontierbar ist das? Modular soll es auf jeden Fall sein. Und anpassungsfähig, umnutzbar, erneuerbar und zirkulär. Erneuerbar bezieht sich nicht nur auf die regenerativen Energien, sprich Gebäude als Kraftwerk, sondern auch Leasing und Contracting haben wir im Blick. Und rezirkulierbare Baustoffe und Gebäude als Materialdepot. Der Beitrag für die Gesellschaft, das ist eigentlich der erste Fokus, den wir haben bei der Planung. Was hat das Gebäude für eine aktive Rolle in der Stadt? Was schafft es für eine Identität? Positive Auswirkungen auf Mensch und Natur oder Umwelt? Gute Außenwirkung und Image? Die zahlen sich natürlich auch monetär wieder ein, wenn ich fürs Invest und die Vermietung. Und dann natürlich ein wichtiger Punkt, auch gesundes Wohnen, gesunde Wohnen und Arbeitswelten. Das sind Gesundheitsförderung, Kommunikation und Vernetzung inspirierend und produktionssteigernd. Das war jetzt erstmal ein Überblick über den Bausektor insgesamt. Und es wäre jetzt total großartig, das Video zu zeigen. Würde das gehen? Wir waren für den Augenblick ganz gerührt, als wir an dem Abend darüber nachdachten, wie wird das Projekt heißen. Ein Kollege kam auf die Idee und sagte dann, das heißt The Cradle. Und das ist natürlich ein besonderer Augenblick gewesen, den Inhalt eines Projektes tatsächlich auch ganz konkret beim Namen nennen zu dürfen. Die Baubranche ist einer der größten Ressourcenverbraucher. 40 bis 50% der Ressourcen
werden durch die Baubranche verbraucht und bis zu 60% der gesamten Abfallmenge entsteht in diesem Sektor. Architektur muss eben mehr leisten, als nur schön auszusehen. Es funktioniert nicht nur weiter zu optimieren, sondern wir müssen eigentlich altbekannte Dinge ein Stück weit über Bord werfen und uns zumindest klar werden, wie wir Mehrwerte schaffen können für Mensch und Umwelt. Aufgrund der Thematik Klimaneutralität haben wir dieses Thema des Holzbaus entwickelt und es sind Themen entstanden wie eine begrünte Wand. Dadurch verbessern wir das Mikroklima, Feinstaub wird gebunden und die Luft wird im Endeffekt gereinigt und die wird besser sein als die Luft, die wir von draußen ansaugen. Das Cradle-to-Cradle-Konzept hat natürlich die Natur als Vorbild, als Analogie und zeigt uns, wie man mit Nährstoffen umgehen kann, dass nichts verschwindet, sondern umgewandelt wird. Für The Cradle ist das genau auch das Thema gewesen, ein Gebäude als Rohstoffdepot zu planen, von dem ich eben meine Materialien auch wieder beziehen kann und in neue Materialien oder Produkte überführen kann. Die Sachen so zu entwickeln, dass man diesen Rohstoff irgendwie weiterverwenden kann, das ist einfach so grundlogisch. Und man fragt sich ja, warum machen wir das nicht schon seit 30 Jahren, ne? Der Building Circularity Passport, den wir bei The Cradle einsetzen und erstellt haben, ist im Prinzip ein Materialpass des Gebäudes, der zeigt, wie gut das Gebäude kreislauffähig ist, wie gesund es ist und wie es perspektivisch wieder rückbaubar ist. Als Architekt sind wir es auf der einen Seite gewohnt, Ideen zu entwickeln, aber diese zu bewerten, das können wir gar nicht mehr alleine machen. Und wenn man dann die richtigen Leute an der Seite hat, dann ist das schon einfach ein ganz toller Teamgeist, der dabei entsteht. Und das hat es natürlich unglaublich bereichert. Das Besondere an The Cradle ist, dass es uns gelungen ist, den Inhalten dieses Projektes ein Gesicht zu geben. Das heißt, man sieht es, man sieht, dass dieses Haus eine Botschaft hat. The Cradle steht für mich für eine neue Art von Gebäuden, die sinnstiftend sind, einen positiven Mehrwert bieten wollen. Und The Cradle hat es das erste Mal gezeigt, von dem her bin ich guter Dinge, dass das jetzt in vielen weiteren Projekten dann auch so folgt. Uns ist wichtig, dass Menschen keine Schädlinge sind, sondern dass wir Lösungen finden, anstatt Probleme zu kreieren. Die Hoffnung für das Bauen der Zukunft ist sicherlich, dass das Bauen nicht rein ein Abwirtschaften von Ressourcen ist und wir am Ende einen Beitrag liefern können zu einer besseren Gesellschaft und einer besseren Umwelt. Super, herzlichen Dank. Das war unser Film über The Cradle. Was ich jetzt nochmal genau erklären werde, wie wir da angegangen sind. So. Sprich, jetzt muss ich das wieder kurz einstellen, damit Sie mich nicht nur sehen. Und das ist, so sieht das Gebäude aus, also gesund, modular, trennbar und verschiedene Mehrwerte. Das ist tatsächlich ein Leuchtturm der Innovation. Und das Ganze können Sie dann auch finden auf der Plattform von The Cradle. Und der Film ist auch auf Interboden zu sehen, wo Sie das nochmal nachsehen können. Jetzt die Daten dazu. Also es ist das erste Holzhybrid-Bürogebäude in Düsseldorf mit dem Circularity Passport. Das ganze gesamte Gebäude ist tatsächlich so designt, dass es reversibel ist. Das ist eine ganz neue Denke und eine ganz neue Technik. Die ab dem EG ist das gesamte Holzhybrid und was demontierbar auch geplant worden ist. Dementsprechend haben wir hier auch eine hohe Reduktion an CO2 beziehungsweise eine
große Sequestierung von CO2. Kurz zu den Basisdaten. Grundstück ist ein gut 1200 Quadratmeter hoch und es ist ein Bürogebäude mit Mobilitätshub und Gastronomie. Es liegt direkt am Wasser im Medienhafen in Düsseldorf. Wir haben das gesamte Projekt ab der Phase 0 begleitet, sprich mit dem Mindset, was soll denn aus diesem Gebäude werden? Oder die Frage zu Anfang, was soll es denn werden von Anfang an? Und erst dann sozusagen das Tragwerk designt, die Fassade und die Ausführung. Und sind jetzt in der Phase 8, sprich, es wird gebaut, wir sind, der Baufortschritt ist bis zum EG gekommen, wo demnächst jetzt die Bodenplatte nochmal gegossen wird und dann die gesamte Holzkonstruktion aufgebracht. Dieses Gebäude oder der Bauherr, der Investor oder Projektentwickler, so, hat dieses Gebäude nur bekommen wegen dem innovativen Cradle-to-Cradle-Konzept. Und die Stadt, die Planungsdezernentin, war so begeistert davon, dass sie diesen Satz formuliert hat, dass es wirklich so neu ist und dieses Neue muss ich ausprobieren können, um regelhaft zu werden. Sprich, macht einen Leuchtturm, so dass wir das dann auch für Düsseldorf weiter umsetzen können. Und Düsseldorf hat inzwischen sich auch Cradle to Cradle auf die Fahnen geschrieben. Was haben wir geguckt? Also von Beginn an einen holistischen Ansatz geschaffen, wie man in Prozessen denkt und Mehrwerte für Ökonomie, Ökologie und die sozialen Aspekte erarbeitet entlang der gesamten Wertschöpfungskette und über den Lebenszyklus auch hinaus. Also Innovation betrachtet, das ist ein Labor, wo Neues ausprobiert wird. Wir haben das Wohl des Nutzers ins Zentrum gesetzt, dann die Ressourcen betrachtet mit Energie- und Materialkreisläufen, die Umwelt mit der Verbesserung von Luft- und Wasserqualität. Was hat das für eine Auswirkung auf das Quartier? Wie können wir da eine Identifikationsfläche schaffen? Und Stichwort auch Mobilitätshub, also die Mobilität in eine andere Richtung führen. Wie schaffen wir Identität? Und nicht zuletzt, wie sieht denn der Profit aus? Das muss sich auch positiv aufs Investment und für den Projektentwickler auswirken. So. Gut. Und dementsprechend haben wir auch eine Matrix erstellt. Ganz zu Anfang hatte ich Ihnen das auch beschrieben, wo wir die ganzen Aspekte aufgegriffen haben, die ich eben dargestellt habe. Und das sind umfangreiche Arbeiten, wie wir die aufsetzen und wo wir dann einzelne Sachen eintragen. Das wird von diesem gesamten Planerteam getragen und konzipiert und immer wieder weitergedacht. Und das wird zu jedem Showfix oder zu jeder Planungssitzung auch nochmal angesprochen und weiterentwickelt, so dass der Bauherr dann auch immer upgedatet ist, was wo eingesetzt wird, zu welchen Mehrkosten es kommt oder Minderkosten und wo sich das einzahlt, so dass der Bauherr dann auch entscheidet, ob er da mitgehen möchte oder nicht. Und es natürlich, wie Sie hier sehen, in diesen verschiedenen Sektoren. Das Ganze können Sie noch auf der Internetseite
von HPP zu The Cradle selbst nachvollziehen. Wo waren denn jetzt die Hauptstellschrauben? Das ist die integrale Fassade. Das ist auch wiederum ein Novum, weil diese Fassade sich aus dem Kontext ergibt, aus dem urbanen Kontext und den Himmelsrichtung mit der Verschattung, weil die Fassade schon selbst mit Verschattungselementen konzipiert ist, auch als Holzbau. Und die Holzkonstruktion vereint das außenliegende Tragwerk, den Sonnenschutz und die Loggia mit der Verschattungsfunktion. Und hier sieht man das auch nochmal so schön detailliert, auch mit den Prallscheiben und wie das anders im Südwestkontext konzipiert ist als im Nordost. Das Interessante ist die Holzkonstruktion, Design für Demontage direkt mitkonzipiert. Da haben die Holzbauer echt was Tolles geleistet. Der Holzbauer Asterix, der hat sich in diesem Kontext auch seine Produkte zertifizieren lassen, Cradle to Cradle zertifizieren lassen, so dass das auf der Ebene, auf der Produktebene auch zu einer neuen Innovation geführt hat. Bei uns hat es das auch. Wir haben jetzt den Building Circularity Passport mit BIM vereint und können so ganz genau zeigen, mit Falschfarben, welche CO2-Fußabdrücke das Gebäude in welchen Bereichen hat, in welcher Bereiche welche Gesundheitsklassen sind und welche Bauteile gut rezyklierbar sind und welche Probleme bereiten. Und das wurde möglich über den digitalen Twin, den wir gemacht haben mit BIM, den wir verbunden haben mit dem Material Passport und Madaster. Das Ganze sieht so aus. Das ist jetzt ein Schnelldurchlauf, wo man das Ganze sehen kann. Upcycling, Downcycling, Incineration, Landfilling. Das ist die Recyclability, aber auch die Trennbarkeit und. Das können Sie sich dann auch nochmal gesondert angucken. Das Ganze haben wir dann überführt auf die Madaster-Plattform und mit einer ersten monetären Bewertung, so dass wir auch dem Bauherrn Zahlen liefern konnten, wie sich das bei ihm jetzt positiv monetär einzahlt. Das Ganze hier kurze Impressionen von The Cradle. Und jetzt würde ich noch die letzten 5 Minuten nutzen, um das andere Bauvorhaben Moringa vorzustellen. Moringa ist ein Wohnhochhaus in der Hafen City Hamburg, was als erstes Cradle-to-Cradle-Wohnhochhaus konzipiert worden ist. Und Dresden Sommer hat hier einen großen Part der Planungsaufgaben übernommen. Ganz kurz, es sind ungefähr 220 Wohnungen mit einer Grundstücksfläche von knapp 5000 Quadratmetern in 3 Bauteilen aufgeteilt. Und auch hier haben wir, wirklich ab Phase 0 begonnen, um dann erstmal zu klären, was sind denn unsere Prämissen, wohin wollen wir? Und das Ganze haben wir, also EPEA und das C2C Expo Lab mit Kader Wittfeld 2018 wirklich durchexerziert und gesagt, das sind die Aspekte, auf die wir achten möchten. Und danach richtet sich dann auch das Gebäudedesign.
Und auch nur deswegen konnte Landmarken die Hafen City überzeugen, dass sie den Zuschlag für das Baugrundstück bekommt. Sprich, dass in Moringa, das waren die großen Themen, Mensch und Umgebung, Umwelt, Wirtschaftlichkeit, Circular Economy, den Standort prägen, Leben des Nutzers und den Nachbarn verbessern, Impulse für die Zukunft unserer Städte geben und Transformation der Baubranche beschleunigen. Das Ganze natürlich integrativ über alle Planer, Leistung, Fachplaner. Wir haben auch hier mit dem Workshop begonnen und sämtliche Themen angeguckt mit dem Workshop und der Matrix und haben dann geguckt, das war eins der ersten Punkte mit der das ist hier soziale Mehrwert mit dem Nutzungsmix, der da auch sehr interessant ist, also geförderter Wohnbau, Co-Living und frei finanzierter Wohnungsbau, so dass das hier tatsächlich diese interessanten Bereiche sind, geförderter Wohnbau und wie lebt man denn, wie kann man sich das Leben denn, ein Gemeinschaftsleben in 10 oder 20 Jahren vorstellen mit dem Co-Living-Aspekt. Dann auch, wie schaffen wir denn Mehrwerte als grüne Oase in der Stadt mit Gesundheit, Wohlbefinden, lokales Klima, Retentionsflächen, Biodiversität, aber auch Aufenthaltsqualität, wie schafft man Erholungsflächen, saubere Luft, Temperatur, Lärm hat positiv in diese Aspekte, Zahlen darauf positiv, Feinstaub, CO2 und die Identität. Sprich, Moringa hat mehr grüne Fläche als bebaute Fläche und gibt das dann an Hamburg wieder zurück und an die Bewohner, sodass man das hier auch sieht, dass das die vorherrschende Handschrift für den Entwurf ist und ein weiterer Mehrwert ist das modulare Bauen, was wir durch ein festes Tragwerk haben können mit flexiblen Ausbauten und Ausbauwänden mit einer modularen Fassade, was dann uns ermöglicht, dass das gesamte Gebäude flexibel, anpassungsfähig und resilient ist mit dem Aspekt von Demontierbarkeit. Mehrwerte auch das Gebäude als Rohstofflager. Hier sind auch wiederum die ganzen Kategorien beschrieben, kreislauffähig, Bauteile demontierbar, Schichtensortenrein trennbar, Materialien sind recycelbar, Baustoffe gesund. Wir haben hier eine Qualitätssicherung durch den Material Pass, den ist Building BMS, Building Material Scout, mit dem Materialkataster. Hier schaffen wir eine Rückbauanleitung und rechnen Materialwerte und erstellen einen Nachweis eines nachhaltigen Gebäudes. So wird es aussehen. Und haben natürlich dann auch wiederum einen Fokus auf gesunde Materialien, was in den Materialien selbst drin ist, dass wir eine gesunde Innenraumluft haben. Auch natürlich auf die Aufenthaltsqualität, die Bauminnenluftqualität, das Wohlgefühl, die Ausstattung, aber auch die Innovation. Hier haben wir beispielsweise Vollholzwände und Lehmbauplatten mitgedacht und das gesamte Gebäude oder alle Wohnungen kriegen eine Fußbodenheizung mit einem Parkettboden, so dass das alles sehr gleichwertig ist. Sprich, wir erschaffen Mehrwerte, eine holistische Haltung, was Moringa ausdrückt und als Leuchtturm
für die Hafen City macht durch ein ganzheitliches Cradle-to-Cradle-Konzept, was auf alle Aspekte einzahlt, wo wir alle Aspekte beleuchtet haben und nicht zu vergessen auch der monetäre Aspekt. So, ich hoffe, ich habe meine Redezeit eingehalten. Dank Ihnen und ich freue mich auf Fragen. Ja, vielen Dank. Ihre Stimme lässt auch langsam nach, aber ich freue mich, dass das noch so weit bis zum Ende geklappt hat. Ich denke, wir werden auch die Fragen ein bisschen kurz fassen und vielleicht sonst bei weiteren Fragen, die noch eingehen, nachher einfach auf den Chat verweisen und vielleicht tauschen wir uns dann nochmal schriftlich aus. Ich glaube, das wäre für Ihre Stimme dann etwas gesünder. Ja, ja, ich finde, also im Moment tut es auch. Also morgen ist halt was anderes. Ja, das stimmt, das ist richtig. Ich kann ja mal kurz ins Netz schauen, was wir für Fragen bekommen haben. Also die Vorträge haben ja beide ineinander gegriffen, sodass wir vielleicht das ein oder andere auch aus dem ersten Vortrag nachher noch mal kurz mit aufgreifen können. Mit welchen zusätzlichen Kosten ist diese C2C-Planung für die Bauherren gerade im öffentlichen Bereich eigentlich verbunden? Fragt uns Herr Germer. Die öffentlichen Gebäude sind, Behörden sind auch schwer von C2C zu überzeugen. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Also ich habe die Erfahrung gemacht, wir sind ein Drittel, sagen wir es so, ist öffentlicher Bau. Und es kommt natürlich auf die Städte an. Da ist eindeutig eine Handschrift. Ob die jetzt ein zukunftsweisendes, integratives Konzept haben oder noch sehr konservativ aufgestellt sind, dass die sich sozusagen C2C auf die Fahnen schreiben. Also Düsseldorf ist beispielsweise eine Stadt, die dieses Konzept aufgegriffen hat, Hamburg ebenso. Düsseldorf hat in dem Zug auch festgeschrieben, in ihrer Bauordnung, dass sämtliche Flachdächer eine intensive Dachbegrünung haben müssen. Verweist auch auf anderswertige Mehrwerte. Und wir kriegen auch jetzt Anfragen bzw. erste Aufträge für öffentliche Gebäude, für Schulen oder solche Gebäude, weil es da einfach auch ganz klar ist, dass wir was für die Zukunft und für die zukünftigen Generationen tun müssen. Und wenn wir nach C2C bauen, dass wir dann auch den Stadtraum befördern, sprich Überhitzung, Kleinklima, Mikroklima, Retentionsflächen und sowas dadurch auch nochmal schaffen, so dass das nicht isoliert gesehen werden kann. Ach, das kostet nur so viel. Uns hat Susanne Theumer gefragt, wie scheidet dieses Gebäude in Düsseldorf bezüglich Energieeffizienz ab? Ist das ein Passivhaus? Also es hat den Passivhausstandard hat, wir versuchen es auf ein Aktivhaus sozusagen nochmal zu bringen, das auch PV-Elemente hat. Mhm. Wie wird der Holzschutz verwirklicht? Der Holzschutz in verschiedenster Art. Der Holzschutz macht uns hier weniger Probleme. Da hat Derex einfach auch ein super Konzept. Und wir lassen das Holz auch gerne vergrauen. Und innenliegend arbeiten wir da mit Naturmaterialien. Also Ölen und sowas. Das Holz wird nicht lackiert, sondern geölt und gewachst. Da kann das Rathaus Venlo, was sehr, sehr viel innen, aber auch außen, meistens innenliegende Holz hat,
hat da Pionierarbeit geleistet und uns gezeigt, wie es mit diesen Materialien nachhaltig geht. Ergänzende Frage kam von Petra Klempau von der IFB aus Hamburg, ob die Hölzer denn alle FSC oder PEFC zertifiziert sind oder alternativ in der Form. Ich hoffe, das kam bei allen an. Also bei mir war es etwas abgebrochen, eben der Kontakt. Also nochmal selbstverständlich, das ist ja auch ein Mindeststandard alle zertifiziert. Bei der DGNB, dass die zertifiziert sind. Und es soll auch über regionale Hölzer komplettiert werden. Derex ist halt der Holzbauer, Holzhersteller, der auch direkt in der Nachbarschaft sitzt und auch hier lokal sein Werk hat, sodass die Transportwege auch sehr begrenzt sind. Ist das Projekt in Düsseldorf ein GU oder ein GÜ-Projekt gewesen? Also ein Generalübernehmer oder ein Unternehmer? Wie waren da die Aufgaben verteilt? Wissen Sie das? Ja, weiß ich. Das ist, der Bauherr hat die Gewerke selbst vergeben, weil wir keinen GU zu der Zeit gefunden haben. Mhm. Wie wird der Rückbau und Wiedereinbau mitsamt der gesamten notwendigen Logistik organisiert? Das finden wir in 50 Jahren raus. Wir haben jetzt erstmal die Rückbauanleitung und gucken dann, wie sich das dann sozusagen gestaltet. Aber ich denke, wir haben jetzt ja auch eine Logistik von Abrissunternehmen, die sich dann in 50 Jahren deutlich weiterentwickelt hat. Interessant ist, dass Derex auch eine Rücknahmeverpflichtung für die ganzen Hölzer hat, beziehungsweise eine Rücknahmegarantie. Julia Haig fragt uns, kann man diese Maßnahmenmatrix en Detail einsehen, zur Inspiration, zur Herangehensweise im eigenen Arbeitsalltag? An wen kann man sich da wenden? Gehen Sie auf die Seite von HPP, da ist ein Stück der Matrix abgebildet. Und sonst wenden Sie sich gerne an mich. Aber es ist natürlich nicht so, dass wir das als Open Source herausgeben. Mhm. Vielleicht noch mal ein, zwei Fragen zum Moringa-Projekt. Die Grundflächengrößen, glaube ich, die hatten Sie vorhin eingeblendet. Die werden wir wahrscheinlich auch in den Vortragsfolien auch noch mal sehen. Beziehungsweise ist eine Umnutzung, Verkleinerungsmöglichkeit mitgedacht, um endlich von den bisherigen durchschnittlichen 48 Quadratmeter pro Person auch mal wegzukommen? Auf jeden Fall. Also deswegen ist ja das feste Tragwerk. Wir haben in dem Hochhaus ein Stahlbeton-Tragwerk konzipiert, wo es einfach dann total flexibel der Innenausbau konzipiert werden kann. Auch der Wohnungsschnitt ist schon so mitgedacht, weil wir einfach nicht wissen, ob das dann in 10 Jahren noch angesagt ist, sozusagen in diesen familiären Kleinstrukturen zu wohnen oder ob wir viel mehr Individualwohnungen brauchen mit 20, 25 Quadratmeter, mit einer Gemeinschaftsfläche oder ein Co-Living-Konzept bevorzugt wird. Also das ist direkt bei Phase 0 mitgedacht. Und nochmal wichtig ist, dass es wirklich so früh beginnt, weil wir da die Stellschrauben machen. Ja, wir haben noch vielleicht eine Frage, vielleicht können wir die noch stimmschonend beantworten, kurz und knapp. Die PV-Elemente, wie werden die eigentlich in Bezug auf C2C bewertet? Wird ja wahrscheinlich demnächst ein besonders interessantes Thema werden, auch mit Blick auf die ersten Informationen der neuen möglichen Bundesregierung oder zumindest dessen, was man dann vorhaben könnte, Photovoltaik auf allen Dächern, wird ja dann wahrscheinlich ein besonderes Thema werden. Also, wir haben das zweite Prinzip von Cradle to Cradle, nutze ausschließlich regenerative Energie, beziehungsweise
nutze Sonnenenergie. Regenerative Energien basieren alle auf der Sonneneinstrahlung. Das verbunden mit dem ersten Prinzip, Nahrung bleibt Nahrung, ist so, dass sämtliche Elemente bzw. ja, PV-Zellen, aber auch Sachen, um die Sonnenenergie einfach zu ernten, Windkrafträder oder sowas, so konzipiert werden müssen, sind sie heutzutage noch nicht, dass die Wertstoffe, also diese Materialien, verbauten Materialien, wiederverwendet werden können. Dass die Sachen in den technischen Kreislauf gehen. Dass eine PV-Anlage einfach als Servicekonzept vermietet wird und die einzelnen Elemente einfach in den Materialkreislauf wieder fließen können, weil die so designt sind, Design für Demontage und Design für Recycling, so dass uns die seltenen Erden und die einzelnen Elemente nicht verloren gehen. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Dr. Scheelhase, für Ihren Vortrag. Ich darf Ihnen aus dem Netz nochmal gute Besserung von allen Seiten wünschen. Und vor allen Dingen fand man das ganz toll, dass Sie trotz der Erkältung heute so lange und durchgehend tapfer vorgetragen haben. Dem kann ich mich, wie gesagt, aus dem Netz nur anschließen. Ganz herzlichen Dank nochmal Ihnen. Ich möchte mich an der Stelle auch nochmal ganz herzlich bei meinem einleitungsvortragenden Kollegen Julius bedanken, der, glaube ich, das sehr schön am Anfang auf den Punkt gebracht hat. Und möchte nun abschließen, indem ich nochmal kurz ein paar Folien einblende.